Willkommen zurück zum Let's Play The Whispered World. Ich bin Dr. Doodle und wir spielen weiter. Ha, ich hab's nicht gesagt. Ja, ich mochte gerade die Klaviermusik hier am Anfang, die ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Gut, wir waren letztes Mal in diesem Bildschirm hier stehen geblieben. Und uns ist hier nichts Besonderes aufgefallen. Bis auf die beiden Steinbrüder hier unten und diese komische Tür. Und wir reden erstmal mit den Steinbrüdern, beziehungsweise schauen sie uns erstmal an. Belebte Natur. Ha, man kann es auch übertreiben. Ja. Berühren. Hey, was hast du vor? Ich dachte, ich nehme euch erstmal mit. Das schminkst du dir mal lieber gleich ab, du Clown. Steine haben auch ihren Stolz. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Beinwesen rumschleppen. Ja. Was treibt man eigentlich mit Stein den ganzen Tag? Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen hier rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Die Welt unterjochen oder ähnliches. Ingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Es kommt nie wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Ja, schön. Hat sich auch überhaupt nicht verplappert. Genau. Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit steinerner Faust. Genau. Ja. Genau. Und nur zur Information. Ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist? Einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey, Ingo! Was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint mir eine saftige Wiese zu sein. Oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen. Es leuchtet so grün. Was ist es? Sag schon. Hey, Moment. Jetzt kann ich es doch erkennen. Ja, genau. Es ist sein Schnabel. Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Eine Wurzel, einen Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen, hm? Du wirst wohl nicht gern für einen Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut. Dann stelle ich ihm die Fragen, auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich nur blamieren wird. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Da er sagt, sie ist ein Vogel. Ich muss mir die Hand vom Mund wegnehmen. Da er sagt, sie ist ein Vogel und, also Ralf sagt, er ist ein Vogel und Ingo sagt, es ist ein mystisches Schlangenwesen. Ingo hat hier aber nicht so viel zu melden, daher ist Shana ein Vogel. Shana ist ein Vogel. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? Keine Ahnung. Woher soll ich denn das nun wieder wissen? Dann ist es bewiesen. Du bist ein nichtsnutziger Grünschnabel. Ich wusste es immer. Okay, genau. Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so? Ja, ich bin Ralf.
Und das da hinten ist Ingo. Er ist mein Halbbruder. Nee, ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne noch mal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Jep. Halbbrüder, wobei ich mehr Hirn abbekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann, ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. Ja, ich gehe auch gleich mal meinen Rechenschieber holen. Wo finde ich eigentlich Shana? Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du, Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du, Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren, 3 Monaten und 25 Tagen? Natürlich. Ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja, dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein, den Termiten. War klar. Ja, schön. Ja. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht? Jetzt hast du's. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Ja, ist auch schön. Aber vielleicht soll ich sie mal woanders hintragen. Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich! Wir lassen uns nicht herumschubsen. Von niemandem! Also ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine. Wir brauchen keine Hilfe. Aber Ralf, der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem spitzen Stock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen. Und dabei bleibt es. Ja, eindeutig. Zum Plan? Zurück zu eurem Plan. Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Mich zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Ja, okay. Gut, genau. Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam, sagte der sprechende Stein. Ach, schöner Konter, Sedgwick. Anyway. Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar das. Aber... Unsinn! Du irrst... Möglich, also... Mystische Schlange. Shana ist ein mystisches... Denkst du das also, Interess? Stell ihm die... Ja. Wie... Das ist leid. Du bist mir auch... Die Antwort... Nein, es ist unser Grün... Also... Das hatten wir alles bereits. Ich klicke mal auf die 9. Ich sagte, ich klicke auf die 9. 9. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die 3. Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es, ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch, Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Kalida klingt sehr nach einer Spinne, das heißt, sie ist in einer Höhle. In einer Höhle. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Verdammt. Zurück zu eurem Plan. Es war... Er will doch... Unmöglich. Er ist... Das könnte noch eine Weile dauern. Und nur zur Information. Ich bin... Wir werden... Und ob... Ha, aber Unsinn. Ja, möglich. Ja, ja, also. Das hatten wir alles bereits.
So, Shana ist ein Vogel. Shana ist... Denkst du das, Interest? Stell ihm die... Ja, wie das? Du mir die an... Nein, unser... Also. Elf? Elf. Du hast ihn, stell ihm... Schon gut, die Frage... Ich weiß, sie vor... Quatsch meinst, was ich, der Clown, also... Dann wohnt sie eben in der Mitte des Sees. In der Mitte des... Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es. Okay. Zurück zur... Es war ein Fehler. Er will... Unmöglich. Ja. Und nur zu... Wir werden... Und ob... Ha, aber Unsinn. Du. Möglich. Also. Mystische Schlangenwesen. Shana... Denkst du da... Interest. Stell ihm die... Ja. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? Ein Meerauge. Ah, da habe ich neulich erst eins von gesehen. Das sind definitiv 9. 9. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber da Kalida sich wirklich sehr nach einem Spinnennamen anhört... Höhle. In einer Höhle. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Okay. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Ja. Dann guck ich erstmal die Tür an. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Keine Ahnung. Hallo? Jemand zu Hause? Nichts. Natürlich nicht. Was habe ich auch erwartet? Genau. Aufmachen. Okay. Na, so wird das aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat versucht, die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten. So ein Grünschnabel. Okay, wir müssen die Höhle also auf einem... die Hütte also auf einem anderen Weg betreten. Oh, ich habe allerdings keine Ahnung, wie. Das heißt... Vielleicht hinten rum? Ich glaube, ich weiß wie, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Okay. Gut, ich werde an diesem Punkt mal eben kurz die Aufnahme unterbrechen und werde mal versuchen, was aus diesen paar Steinen daraus zu quetschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da bin ich wieder zurück. Oh, halt, so. Jetzt bin ich auch wieder richtig zurück. Ich habe gerade noch mit diesen Steinen geredet und die richtige Lösung war Schlange, Elf und See. Und dann haben wir ein mächtiges Steinpulver erhalten, um den Wirkungsbereich der Steine zu erweitern. Und jetzt sind wir auch wieder hier im Gesprächsmenü und ich klicke auf Bis später. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind... Ja, das hatten wir bereits. Und... Wir haben jetzt mächtiges Steinpulver erhalten und das schmeißen wir jetzt mal in die Tür. Hey, was machst du denn da? Ich verwandle die ganze Welt zu Stein. Aber so doch nicht. Was hat er getan? Er benutzt das Pulver mit der Tür. Mit der was? Mit der Tür? Aber irgendwo muss ich doch anfangen. Hör mal, so unendlich viel Steinpulver ist es nun auch wieder nicht. Du musst das Ziel für diesen Anschlag mit Bedacht auswählen. Und was ist ein geeignetes Ziel? Ein politischer Führer. Die Trinkwasserversorgung. Ein Herrschaftssymbol der Weichhäuter. Ein großer Hut. Ein Hut?
Hast du sie noch alle? Aber ein Hut ist ein Herrschaftssymbol. Habt ihr es bald? Na gut, dann meinetwegen auch einen Hut. Aber es muss ein großer Hut sein. Was auch immer. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Wir laufen erstmal wieder zurück hier raus. Und, oh, da sehe ich auch gerade, wir sind schon wieder fast am Ende. Ach, egal, da die letzten Folgen wieder so kurz waren. Ach, jetzt. Da die letzten Folgen so kurz waren, machen wir heute mal eine Spur länger. Und, ja. Ich will einmal zum Zirkus zurück, denn hier hinten hing ja ein Hut an der Leine. Nee, hier nicht. Da drin hing ein Hut. Ja, Bruno, hör auf, hier rumzuschnarchen. Wie, hier hing kein Hut. Das ist jetzt blöd. Mist. Okay. Hier hing dann doch kein Hut. Aber hier war irgendwo ein Hut. Das weiß ich noch. Nein. Sonst labert uns Ben wieder an. Und Ben können wir das auch nicht auf den Hut streuen. Hier war auch kein Hut, so wie es aussieht. Nein, 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 nein. Nein, okay. Gut, ein großer Hut. Wir reden einfach mal mit Opa. Ich sagte, wir reden mit Opa. Sehr gut. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drück dir der... Genau. Sag mal... Ha, frag mich so viel wie... Genau. Ah. Sagt dir der Name Shana etwas? Shana. Shana. Vor langer Zeit wurde mir die Legende von einem Orakel erzählt, dass ihr irgendwo im Herbstwald leben soll. Und ich glaube, ihr Name war tatsächlich... Sag mal, gehst du etwa? Entschuldigung, red weiter. Du wirkst etwas desinteressiert. Ja, na gut. Mal sehen. Orakel, Herbstwald. Ach ja, und ihr Name war Shana. Und das war schon die ganze Geschichte. Im Groben. Hat es dir weitergeholfen? Geht so. Ja, ich schlag's einfach mal selbst nach. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Ja, genau. Bis später. Kopf hoch, Ben. Wir reden nochmal mit Ben. Der hat garantiert auch noch was dazu zu sagen. Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Genau. Am Ufer hat ein Kampf stattgefunden. Hast du etwas davon mitbekommen? Ein Kampf? So ein Unfug. Wir sind hier sehr weit weg von Corona. In dieser Gegend gibt es keine Kämpfe. Aber... Zügle deine Fantasie. Ich habe keine Zeit für deine Hirngespinste. Gibt es etwas zu tun? Habe ich es dir nicht schon gesagt? Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Okay. Ich würde sagen, wir machen auch an dieser Stelle schon mal Schluss. Denn als nächstes wäre das, Gelaber-Rätsel mit Ben dran. Und da habe ich jetzt heute keine Lust mehr drauf. Ich kann vielleicht mal... Nee, ich blende den Zettel lieber nicht ein. Ist auch egal. Ich habe mir hier nämlich schön auf dem Zettel notiert, welche Antwortmöglichkeiten wir für die Steine haben. Und den habe ich dann auch fein säuberlich benutzt. Aber ist jetzt auch egal. Ich speichere nochmal eben. Wupp. Ja, überschreiben. Sehr gut. Da bricht nochmal eben die Framerate weg. So, und dann war's das auch schon wieder für heute. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.